Es ist so, dass ich bei meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Seniorenrat der Stadt immer das Gefühl hatte, wie ist das in Deutschland? Wie geht es den Seniorinnen und Senioren hier bei uns und wie geht es denen eigentlich im Ausland? Was funktioniert da besser, was funktioniert weniger gut? Und dieser Vergleich zwischen den Ländern, das hat mich einfach interessiert. Also ich habe einen entsprechenden Aufruf gestartet in meinem Bekanntenkreis mit befreundeten Fotografinnen und Fotografen. Und so peu à peu kamen dann also etliche Bilder zusammen, die wir dann zusammen ausgewertet haben. Und die besten zeigen wir hier im Kunstverein Offenbach. Ja, die Bilder sind scheinbar ohne Bezug zueinander. Das ist aber nur auf den ersten Blick so. Die sind gruppiert nach bestimmten Themenbereichen. Also Armut, Reichtum, Geselligkeit oder Einsamkeit, Passivität oder Aktivität. Haben Sie mir angesehen. Das ist immer eine besonders eingehende und berührende Form der Kunst, weil nichts ist so sprechend und so ausdrucksstark wie Gesichter, in die man schaut. Und vor allem natürlich, wenn es ältere Menschen sind, weil das ganze Leben sozusagen sich darin spiegelt. Fotografien sind natürlich nicht repräsentativ für das jeweilige Land. Das kann man sicherlich nicht sagen. Das sind Schnappschüsse, wie das bei Fotografien üblicherweise ist. Aber sie werden oft durch lesenswerte und zum Teil auch erklärende Texte der jeweiligen Autoren begleitet. Altern ist ein Privileg und eine gesellschaftliche Errungenschaft. Und das müssen wir uns eigentlich wirklich, besonders hier in Deutschland, klar machen. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Menschen so alt werden. Und in ärmeren Ländern ist das was ganz Seltenes. Es ist auch eine Herausforderung natürlich, das Altern. Und für alle Aspekte der Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Und es erfordert gemeinsame Annäherungen und Strategien. Und das ist das, was ich jetzt hier finde. Der Kunstverein und die kommunale Altenplanerin Stadt machen eine gemeinsame Veranstaltung zu dem Thema Älterwerden. Das ist doch schon eine wunderbare Annäherung, finde ich. Im Oktober, die dritte und vierte Woche, also ab dem 19. Oktober, haben wir hier praktisch täglich Sonderveranstaltungen. Das sind also Lesungen, Führungen, das sind Fitnesstests, nicht nur für Ältere. Es sind kleine Gymnastikübungen, die hier durchgeführt werden von Physiotherapeuten. Das Ganze muss man im Zusammenhang sehen mit unserem Projektpartner. Das ist Bewegt Älterwerden in Offenbach, also ein Projekt der Stadt Offenbach und dem Seniorenrat der Stadt Offenbach, der eben auch als Kooperationspartner hier beteiligt ist.